Wie bitte? Dann sagt denen, die sollen sich beeilen. Ich hab nicht. Ja, ich hab denen gesagt, die sollen sich beeilen, aber ich kann ja nicht jetzt. Ja, zaubern, wo ist dieser verfickte Supervolito, Junge? Willst du mich verarschen oder was? Du hast jetzt zwei Minuten Zeit, um den Supervolito hier ranzuholen. Weil sonst dreht mir einer am Rad. Ey, Jungs, ihr sollt jetzt hier in 2 Minuten landen. Ansonsten, ja, weiß nicht, was die immer machen wollen. Von mir schon mal ruhig, Puls hier, hallo. Wer bist du, dass du redest, Mann? So, mein Freund, du kommst jetzt mal mit. Du redest. Willst du mich verarschen oder was? Alter, ich komm mit, beruhig dich doch mal, Ruhe, Polizei. Okay, gut. Komm mal bitte auch dein Handy aus der Hand. Okay, also, putz meine Schuhe jetzt. Nein. Nein? Das macht. Wenn du drauf sprichst, ne? Was war jetzt mit dem Handys? Hat sich das geklärt? Die wurden gerade von Yakuza beschossen. Bei uns in der LZN-Straße und Yakuza wird gerade vom FIB gefickt. Okay. Tony, verhindern, was machen die in unserer Straße? Was hatten die denn noch für Autos? Yakuza? Neben diesem XR21. Grauer XR21, wie ich sie jetzt sehe, in NTT XF. Fahr mal kurz zum Anwesen. Ah, da, der steht da in der Mitte. Der da, oder was? Ja, nein, der genau. Der da vorne jetzt rechts. Das ist Mahandi, oder was? Ja, das sind die, glaube ich. So, auf mein Einsatz. Also der gefesselt. Hey, hört ihr mich? Bleibt mal stehen. Hey, ihr beiden hier. Wo? Ja. Hey, was fahrt ihr denn hier eine halbe Stunde um die scheiß Uni rum, Alter? Verpisst euch von hier. Ich sag's euch jetzt einmal im Guten, Alter. Ihr fahrt hier eine halbe Stunde um die Uni rum, Alter. Fuckt hier irgendwelche Menschen ab. Ich sag's euch jetzt einmal im Guten, verpisst euch von hier. Digga, ich war ja gerade nachdenken. Sehen. Ja, nachdenken kannst du auch woanders. Ja, ich war gerade nachdenken, ja. Ja, ciao, verpiss dich, los. Okay. Ja. Rio! Keine Fotze, Digga. Was? Hat der das gesagt? War das der hier? Was hast du gesagt? LCN macht vorm Haupttor. Was hast du gesagt? Die SS macht dich. Fahr mal hinterher, Junge. Ja, Leute, das haben wir im Funk gerade gesagt. 4761 Orten. Richtung Bundes Parkhaus, links ab. Wir gehen ab Richtung LCN-Automat. Weiter fährt Richtung Live Invader runter. Weiter Richtung Live Invader, ja, ist das XA. So ein XA schon schnell, ne? Wo ist der? Versuch den einzuholen oder so, keine Ahnung. Also, Richtung Stadt oder so, keine Ahnung, ist halt ein XA21. Ja, wir sehen ihn direkt um Richtung Uni, der wird nochmal wiederkommen. Also mattgrauer XA21, ja. Ja, sind die Mahandis. Nicht mattgrau, der war glänzend. War das Mahandi? Wer zu hören ist Mahandi? Das wird einer von den Mahandis sein, ja, der gefesselt auf der Uni steht, ist auch ein Mahandi. Echt? Habt ihr einen hochgenommen? Nein, das ist LSSD, was die hochnehmen. Welche die hochnehmen, wie auch immer. Ist das ein Mastermind von den Rednecks? Mahandi, der Mahandi-Clan ist nicht mehr in den Rednecks. Mace Mahandi, Mauer Mahandi, Masud Mahandi. Kurze Verständnisfrage, ist das eine UG oder eine Orga oder was? Nein, die fahren alle Rednecks und sind mittlerweile Zivis. Das sind No-Names. Und das sind halt oben so Inzuchtvereine und so gewesen. No-Name. So Wrong-Turn-mäßig, da war's bitter. Alles gut. Wenn wir den nochmal sehen, dann agieren wir natürlich gegen den, aber ich würde jetzt erstmal vorschlagen, den Funk ein bisschen ruhiger zu halten. Ja, aber wenn ihr das nächste Mal sieht, ne, könnt ihr direkt ankündigen und dort rechts ranfahren oder es knallt. Könnt ihr direkt machen. Donny, ich hab Bock, ne, sag ich so, wie es ist. Normal. Yakuza jagt die gleichen, ne? Echt? Ja, Pech, wir wollen die auch, ne? Naja, keine Ahnung, also wenn wir, vielleicht telefonieren wir mal mit denen, dass wenn wir die schnappen, die danach kriegen und andersrum vielleicht auch. Weißt du? Ja. So ein bisschen gegenseitig in die Karten spielen und helfen, ne? Von den Kopf, oder was? Nee, von Yakuza. Ja, bei dem bin ich mir nicht sicher, die fahren da auf jeden Fall auch hin. Ich versuch mal, versuch du auch mal. Ich hab das, okay. Ja, aber ich glaube, das ist FIB. Ich glaube, du hast ein Monster erschaffen. Wen? Rio? Was macht der? Ich geh zu den Kopf. Ehrlich? Ich mach dir meine Straße, dich guck vorne aufs Schiff. Ehrlich jetzt? Ja. Du hast ein Monster geschafft. Rio, was ist los? Ohne Spaß. Ich schwöre, die regen mich auf. Ich schepper die auch gleich auf weg. Ehrlich sogar? Was haben die denn gemacht? Haben die deinen Befehl verweigert? Jetzt reicht's mir mit denen. Lass mich hier raus. Warte, haben die deinen Befehl verweigert? Ja, ich kann grad nicht, John. Sag mal, dauert das jetzt hier noch lange?
Alter, das freut mich zu hören, dass sie hier gleich weg sind. Guck mal. Weil, ich sag mal so, ne? Viele sind hier nicht gerne gesehen, ne, von ihnen. Don Rio am Start. Ja, gibt's hier irgendwas zu lachen, Zöpfchen? Wieso? Ich fand's gerade lustig, was er, wie es ausgesprochen hat, warum? Darf ich nicht lachen? Soll ich weinen? In den Keller gehen oder ja, was? Wenn ich dir das in meiner Straße sage, musst du jetzt weinen. Was darfst du denn jetzt heißen mit Keller hier? Keller? Entschuldige, soll ich zum Lachen in den Keller gehen oder? Also ja, wäre das Beste, denke ich. Okay, gut, dann mache ich das nächste Mal. Danke für die Info. Ich kann sie auch nächstes Mal in den Keller einladen, da können sie da auch lachen, aber ich glaube, da lachen sie dann nicht mehr. Ich sag das mal so, ne, sie sind, kommen hier relativ korrekt rüber, aber der Rest von ihnen, sage ich ihnen so, wie es ist hier, in meinen Augen abschauen. Das mag ihre Meinung sein. Ja, das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache, das sieht ihr die Halle ja, so. Auch sowas möchte ich nicht hören, ne? Jungs, wir sind alles normale Menschen hier, wir sind wahrscheinlich alt genug, wir brauchen nicht in den Kindergarten gehen. Das ist richtig, aber macht. Und die anderen normale Menschen würde ich die halt nicht bezeichnen. Ja, doch, das sind gute Kollegen eigentlich. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt hier weg. Perfekt. Ich wünsche euch schönen Tag und Abend. Ebenso. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. Blödsinn. Mache mich nie. Tschüss. Siehst du, Rio? Also, ich weiß nicht, wie man so eine Aura in so kurzer Zeit aufbauen kann, ne? So, wer mir jetzt heute dumm kommt, ich scheppert ihr direkt um, das juckt mich nicht, ne? Ja, also, guck mal, sogar die Polizisten haben nur kurz gezögert, Rio, bei deiner Aura. Also, das ist echt beeindruckend. Der kann seine Scheißkarre auch mal wegfahren, Alter, Bagdash, Junge. Ey, scheiße. Alter, wir haben echt Monster erschaffen, Bagdash. Guck mal jetzt. Warum denn? Guck mal, die nächste Ansage. Ja, okay, ich war's. Du warst's, ja? Ich also. Ja, okay. Guck mal jetzt. Jetzt kommt die nächste Ansage, ne? Guck mal. Ich nehme meine Teilschuld auf mich, okay? Die hören aufs Wort, ne? Abgeklärt. Echt? Guck mal. Zack. Guck mal. Aufs Wort. Ja. Es ist. Wenn die jetzt wegfahren, dann hast du meinen größten Respekt. Ja. Die fahren auch weg. Ja, besser ist das auch für die, ey. Na, steig mal hin. Tschüss, Bagdash. Don Rio. Was für wie schaffst du das? Der lässt sich einfach nicht unterbrechen und erhebt die Stimme, wenn die Leute versuchen, ihn zu unterbrechen. Wir hätten seine Aura schon und ist knallhart. Viel eher für uns nützen sollen. Genau das sollten einige andere auch. Also, ich schwöre, diese Aura könnte ja auch fast schon auf mich rüberschwappen, ne? Ich bin ehrlich, Rio. Wird Zeit, Sonny, wa? Dass der alte Sonny wiederkommt, oder? Ja, gell? Sag ich ehrlich, doch der alte Sonny gefällt mir. Ja. Der neue ist so ein bisschen zurückhaltender. Ja, scheiße. Also Rio, ich glaube, du hast mindestens willkommen im Familienrat. Nee, danke. Das will ich mir gar nicht antun. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel für Arbeit, Alter. Rio Ramo Rang 9. Nee, danke. Heute drehe ich echt doch durch, ey. Jungs, ich packe einfach gar keinen ein. Wir töten einfach nur noch. Das gefällt mir doch besser. Also ich sag dir ganz ehrlich, Sonny ist wirklich schwach geworden. Ja, ey. Guck mal, bei der Staatsbank, du warst viel zu lieb. Ja. Du musst wieder aggressiv werden, Sonny. Auch das letzte Mal, wo wir deine Stecherfrau da hatten. Ich hätte die umgebracht. Ich hätte ihr die Augäpfel aufgegessen. Ja, ich hätte alles mit ihr gemacht, so. Geil, ey, sowas gefällt mir. Sowas und Sonny, mir. Und Sonny steht geil. Da und redet und redet. Und ich denke mir so, Sonny, ich will ihre Augäpfel. Ey, ich bin ehrlich, Rios Aura ist schon etwas angekommen gerade, ne? Ich hab nicht zugehört. Was macht Harry? Ey, da ist dieser XA. Dieser XA ist am Würfelpack. Nein. Doch, das ist er. Ist das der? Hatte der ja, das wir ist jagen er. Halt gerade diese Mahandis, ne, weil die uns als Fotze beleidigt haben und so. Der war ein bisschen gekleidet wie einer von Midnight, so mit Anlauf. Warte, jetzt guck meine Aura, warte. Hm? Ja, bitte. Sag mal was. Kurze Info, die Person, die mich gerade abholen wollte, muss es nicht mehr. Ich werde dafür. Ich bin nicht. Grazie. Wer fragt? Das ist irrelevant, ich habe ihn gerade beeindruckt. Okay, du bist es nicht. Geh weiter. Doch eine angenehme Aura, ja. Sonny, es war mir eine Ehre. Ja, und? War krass, oder? War ein guter Schritt, oder? Du bist zu nett. Ey, das ist bestimmt alles Mahandis da, wo auf den warten, ne? Ja, Magandis, Mahandis, da können wir da lutschen. Ja, moin. Ja, wir sind's. Saftladen. Saftladen. Erstmal Auto reparieren, Digga, so ist es. Sehr ehrlich, war ich gerade heftig? Ja, absolut. Ich hab die Angst bekommen. Auch dieses Saftladen, oder? War krass. Ja, warte, ich leg mein Handy und Funkgerät in den Kofferraum. Du warst so heftig. Du warst gerade so heftig, dass ich mein Bloodout möchte, bitte, ja? Ja? Yeah. Ja, wie immer. Okay. Oh, wo sind denn diese komischen Gandhi-Handys hier? Da nix. Er kommt gleich raus. Ja, darfst es nur nicht too much machen, weil sonst machen das halt manche in Situationen. Der stand vor Cunningham's House. Echt? Wer ist das?
Keine Ahnung, aber das ist der Stand vor Cunninghams Haus. Das Kennzeichen ist Jeff. Für euch zur Info, der Entity XF gehört dazu. Das sind kommt die. Mal, kommt mal, guck, sag ich doch. Kommt ja, mal okay. In das PD, kommt mal in das PD bitte. Alle. Der will ja, fahr mal hin, Sonny. Der fährt jetzt weiter Richtung Süden. Der Kreis, dreht. der dreht um. Warte, Don Rio macht eine Ansage. Bleib mal stehen, ich habe eine Frage an dich. Jo. Fahr mal hin, Sonny. Hörst du mich? Ja, scheiße. Hast du Probleme damit, wenn du mal kurz rechts ranfährst, aussteigst und mir dein Perso zeigst? Eine Verbiegung im Würfelpark. Wie bitte? Er ist Morty. Morty, ja, kannst du mir dein Perso mal zeigen? Morty. Ja, viele können ja auch lügen. Kannst du mir dein Perso mal zeigen? Warum? Ja, ich würde es gerne mal wissen. Ich würde es gerne mal mit eigenen Augen sehen. Nicht, dass mir hier irgendwer Lügen erzählt. Hä? Warum soll ich mir fremden Perso geben? Wenn du nicht so feierlich hast, dann kannst du mir dein Perso zeigen oder nicht? Oder liegt da jetzt irgendwie ein Problem vor? So, ab jetzt 10 Minuten Countdown, ich bin im Knast. Das ist ein Problem, irgendwelchen Leuten mein Perso zu zeigen. Ich höre. Jo, können wir machen. Komm. Perfekt. Ja. Mach mal dein Handy weg. Mach mal dein Handy weg, Kollege. Oder was? Junge, pack dein Handy jetzt weg. Und zeig mir dein Perso, Junge. So, an wen hast du jetzt SMS geschickt? An wen hast du jetzt SMS geschickt? An gar keinen. Willst du dich verarschen? Mahandi. Sonny, steig mal mit ins Auto rein. Nimm die mit. So, Volta. Guck mal. So, für die SMS, bleib, ne? Bleib stehen. Bleib stehen oder knallt mal. Ich hab nicht auf der Karre. Achso, okay. Oh. Alle die Autos! Einer Schwanz. Ja, geil. Ist auch wieder in der Nähe. Polizei, zieht ab. Zieht ab. Junge, Alter, kleiner Schwanz. Weg, da. Hinter uns war der XA, ohne... Ja, ne? Ja, weg. Ja, Scheiße, Mann, jetzt können wir den nicht mehr einpacken, ne? Nee. Aber das war jetzt der Richtige, der gerade gekommen ist. Nehm XA dran. Der fährt Richtung Süden, hinterm PD. PD hat angestehen. Fährt Richtung Mission Road. Ja, kommt mal alle, Range Row. Fährt Richtung Norden, wieder hinterm PD. Dreht jetzt ab, fährt PD hoch. Ja, fahrt mal vom PD kurz weg. Steht jetzt da, wo ihr den Typen umgeknallt habt. Aber hörst du mich nicht? Hör zu! Fahrt mal vom PD weg, wir haben da gerade einen weggescheppert. Wir haben gesehen, fahrt weg vom PD. Fahrt da erstmal kurz weg, wir haben einen von dem weggescheppert, das passt erstmal. Jetzt können wir den nicht mehr einpacken, jetzt müssen wir es irgendwie schlau machen, dass wir den einpacken. Du warst dabei, wieso wird mir gesagt, dass du dabei warst? Ich war, ach, keine Ahnung, guck mal, erstens, ich war nicht dabei, ich war auf dem Aramidfeld, hab da mein Aramid gemacht, dann kamen da auf einmal Autos zwischen mir angefahren und danach, ja, keine Ahnung, was die da gemacht haben, ich war da ganz wieder am Aramid machen. Und du willst mir erzählen, dass du dann nicht deinen Leuten geholfen hast, da irgendwen einzupacken oder was? Ich war da nicht bei. Ja, aber wer hat denn dann da was gemacht? Dann kannst du mir doch da mal Namen nennen. Ja, wahrscheinlich Fabi oder so. Ja, und der das ist dein Bruder. Ja, richtig. Ja, und siehst du? Da sind wir halt zusammen. Moin, die Herren. So. Wem schreibst du denn gerade? Nathan. Ich schreib niemanden. Nein? Ja, dann pack doch mal dein Handy kurz weg. Pack doch dein Handy. Gerede. Ja, so. Kann ich machen. Und wo ist dieser Fabian Meyerhans? Ist der noch wach? Oder warte mal, Bob, wer hat wen? Also, Fabian Meyerhans, was soll der jetzt gemacht haben? Fabian Meyerhans war der Kandidat, der gestern am Leuchtturm stand. Ja, was steht der? Hä? Ja, weil er wohl mit Fernglas die ganze Zeit auf die Frau von Noah aufpasst. Ja, Mann, lass mal kurz ein Stück weiter. Aber darf ich mal ganz kurz einmal. Da oben im Super Bolito sitzt doch John Rocky, ne? Wer sitzt da noch mit drin? Da sitzen noch zwei Personen drin. Der sitzt nicht John Rocky, das ist Smirnoff, sitzt da oben, heißt der. Wie heißt der? Mitten im Einpacken fertig. Ja. Und der andere, das ist der zwei drinnen. Ja, ich hab keine Ahnung, ich wollte schon sagen. Ja, dann sag dir doch mal bitte, dass der mal landen möchte. Genau, ihr könnt doch auch mal runterkommen. Und sag ich, ist auch gelandet. Ja, okay, gelandet. Warte, ich fahr ganz kurz durch. Nee, alles gut. Mal schau. Ja, kannst du auch bei uns machen, ne? Du brauchst dafür nicht weggehen, wa? Du hast sowas verstecken, Mann. Zu verstecken, was machst du für Faxen? Wieso? Ich hab gesagt, die sollen landen. Ja, wieso rennst du denn weg? Ja, warum fliegen die jetzt weg? Ey, warte kurz. Warum fliegen die jetzt weg? Wollen die Alter, Strafe, oder? Ey, Smirnoff, lande mal ganz kurz bitte hier, Alter. Jetzt hast du nicht gefunkt. Jetzt hast du gerade nicht gefunkt. Ich habe gefunkt, Alter, Mann. Wenn die wegfliegen wollen. Ich bin jetzt gerade im Dauerfunk gegangen. Die müssen halt, die sind dabei, gerade diesen anderen dazu entführen. Was soll ich machen? Was? Keine Ahnung. Was soll ich? Dauerfunk, aber hast keinen Knopf gedrückt? Willst du mich verarschen? Alter, ich hab davor, hab ich ganz normal gefunkt. Guck mal, jetzt hör mir ganz genau zu. Langsam wird's echt bunt. Zu deinem Onkel. Und bleib da, ja? Also, der Punkt ist, warte mal ganz kurz hier.
ab gestern von einem meiner Fratellos hat irgendwer von euch, dieser Bruder, dieser Fabian bei der Hand, hat sie die ganze Zeit mit dem Fernglas angeguckt. Jetzt so. Sag mal ehrlich, Mason, was soll das? Guck mal, du hättest mal deine Schnauze, hast mich verstanden. Oh, sorry. Ja, besser ist das. Der hat sie die ganze Zeit mit dem Fernglas angeguckt. So, sie hat ihm gesagt, er hat das zu unterlassen. Darauf hat er nicht aufgehört. So, darauf hat sie ihren Mann angerufen. Wir kamen angefahren, haben den Typen mitgenommen. Und darauf sind von euch... 4758, Revolta, Mann. Warum sind hier so wenige Leute von uns? Seid ihr hier verteilt? Ey, Leute. Geflogen. Darf ich bitte kurz aus dem Funk gehen? Kann ja sein, aber was habe ich damit zu tun? Kurz rausgegangen. Ich habe gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Ja, aber es war auch deine Familie, oder nicht? Dann hol die doch mal her. Ja, ich habe gerade gesagt, die sind, wie gesagt, ihr habt es sogar gesehen, die haben diese gelbe Person da mitgenommen, keine Ahnung, wer es ist. Und die sind da gerade bei, denen die Sachen abzunehmen. Und die können sich ja nicht in zwei Teile schneiden. Ja, dann sag denen, die sollen sich mal ein bisschen beeilen, weil ich habe nicht ewig Zeit. Wie bitte? Dann sag denen, die sollen sich beeilen. Ich habe nicht ewig Zeit. Ja, ich habe denen gesagt, die sollen sich beeilen, aber ich kann ja nicht jetzt zaubern. Ja, wo ist dieser verfickte Supervolito, Junge? Willst du mich verarschen oder was? Du hast jetzt zwei Minuten Zeit, um den Supervolito hier ranzuholen. Weil sonst dreht mir einer am Rad. Funk jetzt, wie gesagt, der scheiß Supervolito soll herkommen. Ich bin unter auf Funk. Ja, ja, dann sag's super. Ey, Jungs, ihr sollt jetzt hier in zwei Minuten landen, ansonsten, weiß nicht, was die immer machen wollen. Mach, geh mal noch mal raus, mach mal deinen richtigen Dauerfunk. Was ist los? Wie bitte? Mach mal den richtigen Dauerfunk. Komm mal zum Paleto Krankenhaus, bitte. Ich bin im Dauerfunk. Ja. Kannst du dir gerne noch mal beweisen, wenn du nicht glaubst hier. Ich bin auf dem Weg. So, Dauerfunk. Ja, genau. So. Gut, dann werden wir ja gucken, ob schon zwei Minuten da sind. Weil so, Jungs, die haben mir nicht geglaubt, dass ich im Dauerfunk war. Ihr sollt in zwei Minuten jetzt hier sein. Beide, ne? Super Bolito, zwei besetzt. Zweifach besetzt. Und dann scheiß Supersportler, die den gerade eingepackt hat, der kann auch jetzt herkommen. Ist mir egal, ob der Typ da drin sitzt, der kann dann warten von mir aus. Von mir ganz ruhig, Puls, ja, hallo. Wer bist du, dass du redest, Mann? So, mein Freund, du kommst jetzt noch mit. Wer bist du, dass du redest? Ich war schon mal was, Alter. Ich schnett dir deine Ohren auf, du verdammter Katze, Alter! Hallo, ich soll doch hier mitkommen, jetzt beruhig dich doch mal, Ruhe, Puls. Okay, gut. Guck mal bitte auch dein Handy aus der Hand. Hä? Ja, okay. Ich hau dir deinen scheiß Kopf an diese Wand. Okay, jetzt sag ich dir zum einmal und zum letzten Mal, hörst du mir ganz genau zu, redest du noch ein einziges Mal mit meinem Fratello so, ein einziges Wort gegenüber ihm oder sonst hier irgendwem, schieße ich dich hier persönlich an der Wand um, hast du mich verstanden? Hab ich dich kaum deutlich ausgedrückt? Ja, besser ist wie das. Wie redest du? Was? So, und jetzt drehst du dich einmal um. Nimmst du das nicht ernst? Ich leg dir mal kurz Seile an, ja? Hallo. Okay. Wenn ich mal abtasten. Ey, wenn hier jetzt die Bullen auftauchen, der macht ganze Zeit am Handy rum, Jungs, man seht ihr das nicht? Die knallen den nicht ab, komm einfach runter. Mace, ich hoffe, du rufst die Cops nicht, ne? Ey, lass sie mal einpacken jetzt, lass sie einpacken, wir gehen jetzt weg hier, komm. Und du. Guck mal, Kollege, hast du mal Lust, meine Schuhe zu putzen? Nee, aber du kannst meine gern putzen, wenn du willst. Ja, du verdammter Katze? Wie redest du? Nein. Hey, hey, beruhig dich doch. Ja, okay, also, putz meine Schuhe jetzt. Nein. Nein? Nein. Putz deine Schuhe nicht. Putz meine Schuhe. Willst du euch deine Schuhe putzen? Weil du meine... Wer ich bin? Dein Untergang. Okay, sorry, warte, dann bleib stehen, ich muss deine Schuhe putzen. Ja. Warte, als erstes mal... Wenn du rausspuckst, ne? So, und jetzt einmal, hallo, ich wollte doch gerade... Kleiner Katze, hallo. Du sollst benehmen. Ich wollte doch, ey... Lass mich doch okay, warte, warte. Mit dir werde ich noch Spaß haben. Lass mich doch mit dir werde ich noch Spaß haben. Jetzt habe ich in die Fresse gespuckt, du Katze. Ey, du wirst richtig Spaß mit mir noch haben. Ne? Wir werden Spaß haben. Weißt du, so Leute wie du... Krankheiten steckst mich damit ja, an. Ich hoffe es. Fresse, ey, warte mal so, ganz kurz. Nimm mal den Verbandskasten. Und, so, und jetzt komm ins Auto rein in den Revolta. Fratello, pass mal bitte auf den Katze auf. Einfach nur erst frech und... Keine Katze. Wir wissen, wer das verfickte Scheiße war. So, ich frag jetzt mal Sebastian Smirnoff. Gestern Abend wurde von einem meiner Fratellos die Frau am Aramid Zeig mir deinen Ausweis. Wurde angeguckt. Ja, kann ich auch meinen Namen sagen. Gesagt, Matthew Mahambi. So, dann hat er es nicht gemacht. Dann hat sie ihren Mann gerufen. Dann kam die angefahren, haben ihn mitgenommen. Entschuldige dich. Bei wem? Bei mir. Wer? Wer? Dein Untergang. Sag entschuldige mich. Nein, ich meine, wer gefragt hat. Wer gefragt hat? Dein Herrscher hat gefragt, entschuldige dich. Nee. Nein? Nee. Du entschuldigst dich nicht? Bei wem denn? Sag doch bei wem. Bei deinem Untergang, entschuldigst du dich oder entschuldigst du dich nicht? Ja, ich hab keinen Untergang. Wie soll ich mich bei meinem Untergang entschuldigen? Komm mit, komm mit. Aber wie ist deine Nummer jetzt nochmal?
Ja. Kurze Frage. Sebastian Smirnov, ist das irgendwie Verwandtschaft vom Don? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Also nein. Ganz, im Zweifel ganz Shop normal, kann er nackt machen, wenn er blöd kommt? Ja, oder? ja. Okay. Alles klar, okay. Bis dann. Wenn noch drei Personen, die am Telefonieren sind. Denno, geh mal da zur Seite, bitte. Arrivederci, du Katzo, Fackel in der Hölle. So. Also komm ich ja oldschool hier. Ist der Scheiß auf dem Weg. Also, wen hab ich denn jetzt umgebracht? Na, den verdammten Katzo. Der so fresh ist. Der wurden gerade geballert. Da bekomme ich so, richtig Fabian, ausgewalbt, der ja? Fabian Meyerhans ist unterwegs, ne? Den habe ich jetzt hier hinbestellt. Ich habe gesagt, wenn er Kopf im Scheptor hat, ist sein Bruder sofort tot. Der erste ist schon weg, der frech war. Die sollen aufpassen. Ja, der hat bestimmt Verbrennung oder so. Also, hey, wen habt ihr gerade weggemacht? Den einen davon, oder was? Ja. Der war frech. Geh mal mit ihm mit. So, und guck mal, ich sag dir jetzt so, ich habe deine Nummer, ich werde dich morgen anrufen. Ich gebe dir jetzt 24 Stunden Zeit, dass ich mit diesem Fabian Hans Meyer wieder auch heiße. Der kommt hier hin, 5 Minuten. Ach, Fabian Meyer Hans kommt hier hin. Ich habe die Nummer von ihm, ich habe ihn gerade angerufen. Der kommt jetzt hier hin, ich habe ihm gesagt, wenn er kommt, packt der Handy weg.